Ich versuche immer lieber selber irgendeinen Sound einzufangen, als mir am Computer einzusuchen. Mein Name ist Henning Strand, ich bin Produzent und Tontechniker und betreibe das What Matters Studio in Bielefeld. Meine Leidenschaft ist Musik. Ich bin mehr oder weniger von morgens bis abends von Musik umgeben. Ich mache Musik, seit ich klein bin. Ich habe lange Jahre aktiv Gitarre gespielt, viel live gespielt und eigentlich war klar, dass ich irgendwann das Hobby zum Beruf machen würde. Da ich ja selber auch Musiker bin und weiß, wie man sich auf der anderen Seite der Scheibe fühlt, habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man Leute motivieren kann und dazu bringen kann, die bestmögliche Performance zu bringen. Für mich ist Musik auf jeden Fall ein Mannschaftssport. Mir ist das Feedback der Musiker immer extrem wichtig. Was haben die noch für Wünsche? Was haben die für Ideen? Und was kann ich dafür tun, dass sie sich im fertigen Song zu Hause fühlen? Dass man wirklich sehr dichten, direkten Sound hat. Also bei klassischen Sachen wird man eher ein ganzes Stück weiter rausgehen. Nee, aber auf jeden Fall direkt. Das muss ich nochmal einmal. Ich mache an einem Tag Sprachaufnahmen für einen Firmenkunden, am nächsten habe ich eine Band da und am Wochenende kommt dann der Chor. Es ist immer wieder was Neues und immer wieder eine neue Herausforderung. Ja, und ungefähr irgendwie so eine Handbreite. Mir war wichtig, ein Studio zu haben, in dem Musik so stattfinden kann, wie sie als Musiker am meisten Spaß macht, nämlich live zusammen in einem Raum. Mir macht es besonders viel Spaß, konzeptionell zu arbeiten. Dass ich quasi nicht nur für die tontechnische Seite zuständig bin, sondern wirklich auch inhaltlich mit den Künstlern an den Songs, am Projekt arbeite. Die Triggerten-Signale immer so ein bisschen zugemischt. Na, also das, ich habe die nie komplett ersetzt. Das Schöne am Aufnehmen ist auf jeden Fall die Interaktion mit den Musikern. Mir macht es aber auch total Spaß, im Mix nochmal zu versuchen, die letzten 5% zu kriegen. Ein Mix ist für mich dann gelungen, wenn er songdienlich ist. Wenn er den vorher nach der Aufnahme schon guten Song noch ein Stück weiterbringt.